Und wir wandern zu einem Mann, der den Beruf des Showmasters quasi neu erfunden hat. Wie einst Rudi Carrell, so macht er es auch, Florian Silbereisen. Ein Showmaster ist halt Teil der Show. Und nicht nur das, sondern er sorgt auch für gute Unterhaltung. Singend, tanzend, moderierend. Der Mann, der in Deutschland genauso bekannt ist wie die Bundeskanzlerin, Florian Silbereisen. Wenn er den Schlager ausruft, folgen Sie ihm alle. Seine Schlagershows, Feste und Touren füllen seit Jahren die größten Konzerthallen Deutschlands. Die Dortmunder Westfalenhalle ist seit langer, langer Zeit bis auf den allerletzten Platz ausverkauft. Weit über 12.000 Schlagerfans. Geadelt von Showlegende Rudi Carrell reiht er sich ein in die Riege der großen Showmaster im deutschen Fernsehen. Florian Silbereisen. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mit 22 moderiert Silbereisen seine erste Samstagabendshow. Jünger war vorher keiner. Ich wollte immer gern irgendwann eine eigene Sendung präsentieren dürfen im Fernsehen, so im Studio mit Publikum. Und dass es aber dann gleich die erfolgreichste ARD-Sendung wird, mit der habe ich nicht gerechnet. Geholfen hat ihm beim Karrierestart auch der Glaube an einen Glücksbringer. Seit seiner ersten Sendung und bis heute trägt er bei jedem Auftritt eine rote Glücksunterhose. Du gehst ins Rennen um den Titel Musikantenkönig mit der Startnummer 3. Florian Silbereisen und Musik macht Spaß. So hat beim MDR 1993 alles angefangen. Mit seiner steirischen Harmonika hat der bei Passau geborene kleine Florian die Herzen der Zuschauer damals im Sturm erobert. Da war er 9 Jahre alt. Können wir das auch in Bayern sehen, die Sendung? Ja, na klar. Ich bin natürlich auch dem MDR sehr dankbar, denn hier wurde ich immer unterstützt. Seit 20 Jahren darf ich hier ein Teil dieser Familie sein. Und so präsentiert Florian Silbereisen immer wieder neue Ideen und Showkonzepte. Der Entertainer steht für spannende Aktionen, gefährliche Stunts und gelungene Überraschungen. 2019 wird er in seiner Show überrascht von Helene Fischer. Also ich glaube, die Überraschung ist gelungen. Zumindest habe ich das in Florians Augen gesehen. 10 Jahre lang waren die beiden das Traumpaar der Schlagerwelt. 2018 nahm die Liebe ein unerwartetes Ende. Weil wenn ich dann allein bin, wird mir klar, es wird nimmer wie's war. Keine Trennung, aber eine Pause hat der Schlagerstar aber aktuell mit Club 3 eingelegt. Dafür steuert Florian Silbereisen derzeit erfolgreich als Kapitän das Traumschiff und singt sich mit Thomas Anders an die Spitze der Charts. Versuch's noch mal mit mir. Ja. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Vielen Studio. Vielen Dank. Danke auch für den schönen Einspieler. Schön, dass Danke. Du da bist. Und heute ist ja für viele der Tag der Tage. Endlich mal mit Florian Silbereisen telefonieren. Das ist übrigens seine Telefonnummer, die genau eine halbe Stunde Gültigkeit hat. 01802 15 15 18. Und Sie kommen hier bei uns ins Studio durch. Meine Handynummer wird eingeblendet. Nein, mach dir keine Sorgen. Es gilt nur eine halbe Stunde die Nummer. Es macht also keinen Sinn, dann nach 17 Uhr da anzurufen. Sag mal, wie kommt man auf diese Idee, Schlager oder nix? Ja, momentan ist ja alles so ein bisschen, wir fahren alle auf Sicht. Ja, keiner weiß momentan, was man eigentlich morgen machen kann oder darf. Und erfreulicherweise habe ich ein sehr, sehr tolles Team, die sich immer wieder neue Ideen ausdenken, die sehr, sehr kreativ sind und ja eben auch derzeit Corona-bedingte neue Formate auf die Beine stellen. Und mit Schlager oder nix ist etwas entstanden, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich bin sehr gespannt, wie es heute Abend den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen wird. Ja. Denn wir hatten so viel Freude und Spaß wie bei keiner anderen Schlagersendung jemals zuvor. Dein Produzent und Manager Michael Jürgens hat in der Super-Elo gesagt, das ist eine Show, die ungewöhnlichste Schlagershow, die es jemals gab. Was ist denn so ungewöhnlich dran? Man erlebt die Stars mal ein bisschen anders als sonst. Oder besser gesagt, ganz anders. Nur wer gewinnt, singt. Also jetzt stellt man sich vor, ein Schlagerstar reist, derzeit ist es sowieso nicht so einfach, mit dem Auto irgendwie nach Suhl und dann mit Quarantäne und Testen und möchte natürlich irgendwie seinen Song vorstellen, Klar. seine neue CD oder neue Single präsentieren.
Aber bevor er singt, muss er erstmal gewinnen. Und das ist sehr, cool. Sehr besonders. Ja. Und es ist einfach ja, eine Mischung aus Spiel, Spaß, Spannung und natürlich auch Musik. Okay, also das ist ja in Suhl aufgezeichnet worden, deswegen können wir jetzt schon ein bisschen reingucken. Wir erklären gleich hinterher, wie das alles funktioniert. Wir fangen mal mit Ute Freudenberg an und die muss ein Alphorn blasen. Warum, weshalb, weswegen, was das für einen Sinn macht, alles danach, gucken Sie erstmal rein, ist sehr unterhaltsam. Ich sage jetzt, toi, 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 Achtung, fertig, los! Wow! Ja, 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 ja! Ja! Oh! Weiter! Super! Gib alles! Ja! Ute, denk an deine Stimme! Ute! Ich mach mir schon Sorgen, dass die bald umfällt. Die hat schon ganz hoch gekommen. Wir sind ja schon zwei Minuten. Weiter, die weiter, Zeit weiter. Läuft noch. Oh, die spielt ein Lied. Weiter, gut. Ja. Nein, hör auf. Stefan, das ist doch gut. Meine Konkurrenz. Ja, Fuchs. Ach Gottle. So, jetzt müssen wir, natürlich jetzt mal ein bisschen auflösen. Also die Aufgabe kommt sozusagen, die stellst du quasi. Genau. Und dann passiert, was machen die anderen Prominenten in der Zeit? Die sind natürlich alle motiviert, dass Ute das im besten Falle so lange schafft, einen Ton zu halten, wie die getippt haben. Ach, die tippen vorher, wie lange Ute die das? Müssen natürlich vorher tippen. Okay. Und man hat im Hintergrund jetzt schon ein bisschen hier gemerkt, die waren natürlich alle sehr aufgeregt, wenn einer sagt, ich glaube, sie schafft es 20 Sekunden. Ja. Und dann hat sie 18, 19. So, wenn sie 20 schafft, dann reicht's eigentlich, weil dann darf man singen. Ich habe mir hier mehr Sorgen um Ute gemacht. Die ist beinahe umgekippt. Die hat Vollgas gegeben. Aber wirklich, oder? Die hat alles rausgeholt, was da irgendwie noch, was die Jugendliebe übrig gelassen hat in Sachen Lunge. Das ist in der Tat so. Sag mal, wer ist alles dabei? Also Ute Freudenberg haben wir gesehen, Stefan Moss habe ich gesehen. Genau, mit seiner Anna-Karina. Ja. Dann Giovanni Zarella wird mit im Rennen sein. Ja, geil. Die Beatrice Egli habe ich auch gesehen, stimmt. Die Ute. Ja. Ute, ist klar. Und die werden sich, Ramon. Ja, Ramon hat mich richtig gefordert. Alter. Wir sehen hier Hast du Liegestütze gemacht? Ja, ja. Liegestütze-Contest? Nein. Ja, wir haben so einen kleinen Wettbewerb gehabt. Oh. Da sind immer wieder so ganz unterschiedliche kleine Spielideen, die aber am Ende eben. Nicht schlecht. Also ich glaube, wir können uns da auf eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Show heute Abend freuen. Es muss ja immer sagen, immer wieder großes Kompliment, was ihr euch da einfallen lasst. Danke. Und dass das immer wieder so ein schönes Konzept am Ende wird. Auch muss ja immer wieder sagen, für mich ist es immer wieder faszinierend oder nach wie vor immer noch faszinierend gewesen, wie ihr es geschafft habt, diesen Schlager quasi von alt auf neu zu drehen. Also als der Schlagerboom losging in Dortmund, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Henry Maske, weißt du, der sozusagen das Boxen aus einer Ecke rausgeholt hat, wo es nicht hingehörte und dann plötzlich alles neu war. Und ich glaube, Ähnliches habt ihr auch geschafft und das ist wieder Beweis dafür, dass ihr da nicht rastet, sondern eher immer wieder loslegt. Super. Das ist das Wichtigste. Ja. Du darfst nicht stehen bleiben, du musst dir immer wieder was Neues einfallen lassen und gerade in Zeiten wie diesen sowieso. Und ja, wir sind sehr glücklich, wenn dann am Ende sowas auch aufgeht. Also wenn man nichts proben kann und du nicht weißt, was passiert, wie reagieren vor allen Dingen auch die Stars. Aber die hatten alle so viel Freude und mit so viel Spaß waren wir dabei, dass wir uns alle totgelacht haben. Ja, klar, du kannst ja diese Challenges gar nicht proben vorher. Gar nichts. Du kannst ja nicht sagen, mach jetzt mal Alphorn, darf es ja nicht wissen. Nein, die wussten alle nichts, was passiert und wir haben auch die Sendung an sich nicht geprobt. Ich habe dann gelesen, okay, also, was Ute zu tun hat und dann ging es los. War aber super, super schön und ich glaube, dass wir heute Abend eine Menge Spaß haben werden. Das glaube ich auch. Sag mal, was war so anders in diesen Corona-Zeiten? Mhm. Was war anders bei dieser Produktion? Was ist da immer schwierig? Du hast ja vorher auch die Champions da produziert in Suhl. Was ist anders momentan? Also es gibt keine Zuschauer, das ist mir schon klar, aber drumherum? Ja, die Zuschauer, die fehlen an allen Ecken und Kanten, das ist klar. Wir feiern Schlager, wir wollen eigentlich zusammen singen, wir wollen Freude haben, wir wollen tanzen. All das geht eben momentan nicht. Und deshalb hat man natürlich auch dann verschiedene Möglichkeiten, wie man immer wieder aktuell reagieren kann und muss. Ne? Jeden Tag gibt es neue Regeln. Wir versuchen da immer wieder uns Neues zu überlegen, damit wir zumindest den Künstlerinnen und Künstlern in dieser Zeit eine Plattform geben können, aber vor allen Dingen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause ein bisschen unterhalten können. Denn ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit ist ein bisschen Unterhaltung
auch ganz gut für, ja, für die Seele. Ja, da, ja. Da bin ich komplett bei dir. So, wir gehen mal ans Telefon. Herr Schäl, einen schönen guten Tag. Hallo, Herr Schäl. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich hätte mal eine Frage an Florian. Sehr gerne. Was wäre da geworden, wenn er nicht hier Moderator ist und hier Musiker nicht wäre? Also was wäre er geworden, wenn es nicht die Musik und die berühmte Wenn-Frage gab? Gab es irgendwas anderes im Leben? Ja, die Musik hat mich immer schon fasziniert und ich wollte eigentlich auch immer das machen. Ah, da sind Sie, Herr Schäl. Ich habe tatsächlich mal verschiedene Praktika gemacht. Ich war mal als Masseur tätig, aber nicht so lange. Das war nur so ein Praktikum, ein Schulpraktikum. Dann habe ich für ein paar Tage eine Banklehre gestartet. Ja, und habe dann aber tatsächlich ein Angebot bekommen, auf Tournee gehen zu dürfen. Und meine Eltern haben mich da unterstützt und haben gesagt, komm, dann mach das jetzt, Junge. Mhm. Und dann kannst du aber danach etwas Seriöses machen. Und toi, toi, toi. Dauert das danach noch ein bisschen. Bisher darf ich immer wieder zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich mein Hobby letzten Endes dann am Ende zum Beruf machen durfte. Ja, Bank. Ja, ist ein Masseur ganz schon eher bei dir, ehrlicherweise. Ja, also muss ich sagen, so. Okay. Ja. Aber ich glaube, so wie es jetzt läuft, ist besser. Ah, die Musik war immer meine Leidenschaft. Ja, es ist ja heute nicht nur der große Silbereisentag im MDR, 8,5 Stunden mit dir, bis 0.30 Uhr, weil da beim Riverboot geht es danach noch weiter. Ja. Sondern es ist ja auch so ein bisschen Jubiläumsflut, muss man sagen. Der 4.8. kommt, ja, der 40. Geburtstag. Oh, ja. Nächstes Jahr, wenn ich richtig gelesen habe, 20 Jahre Silbereisen als Fernsehmoderator. 2002 geht's los. 2004 habe ich die erste Samstagabendshow gemacht. Aber gut, aber vorher gab es schon kleinere. Gab es auch schon kleinere Formate. Ja. Hast du mit der 40, wird das gefeiert irgendwie, wenn es geht? Ich würde es mir wünschen. Bewusst könnte sein, ne? Ich würde es mir wünschen, also was schön wäre, irgendwie mit ein paar Freunden, vielleicht auch im größeren Rahmen, je nachdem, was dann erlaubt ist. Aber es wäre schön, wenn man sich mal irgendwie umarmen könnte und einen schönen Abend irgendwie Lagerfeuer, ein bisschen Musik singen. Ja. Das würde mir durchaus Spaß machen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich würde gerne den 40. würde ich schon ein bisschen feiern. Eigentlich wollte ich den 39. feiern, als Abschluss, aber das ging ja letztes Jahr gar nicht. Nicht so schön, Schauen wir mal, ob ich den 40. ein bisschen feiern. Aber 40 Problem, nö, oder? Nee, gar nicht, oder? Ist einfach eine Zahl, ne? Ja, das geht noch, oder? Ich denke auch. Also, ich war wirklich überrascht, als ich gelesen habe, dass du 40 wirst. Du hast gedacht 50, oder? Nee. Ich hätte nicht gedacht, dass die 4 schon vorne steht. Ich war noch bei so Mitte 30 bei dir. Jetzt ist es soweit. Aber gut. Das geht noch. Ja. Pass auf, wir haben uns Folgendes überlegt. Du stellst ja immer so viele Fragen an deine Gäste und an die Stars. Ja. Ständig hast du irgendwelche Fragen an die. Deswegen haben wir immer gedacht, pass mal auf, Leute. Jetzt stellen die mal Fragen an dich. Ach, okay. Pass auf. Der erste, wir legen mal los mit einem guten Kumpel von dir, Ross Anthony. Hey Florian, was ich dich schon lange mal fragen wollte, schaust du dir auch einmal Sendungen von dir selbst an? Kannst du deine eigene Stimme hören? Also mir fällt es manchmal schwer. Wie sieht es bei dir aus? Ihm fällt es manchmal schwer. Natürlich. Ross, am liebsten höre ich natürlich deine Stimme, wenn du neben mir stehst. Es ist tatsächlich so, dass ich im normalen Alltag nicht meine Shows gucke, weil ich dann meistens live auf der Bühne stehe. Jetzt, wenn wir aufzeichnen, dann gucke ich schon rein, weil ich mich dann natürlich auch interessiert, wie ist es am Ende geworden. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen selbstkritisch und will das sehen, wie es am Ende aussieht und was man vielleicht das nächste Mal besser machen kann oder nicht. Also gucke ich ab. Guckst du, aber kein Problem, oder? Nee, ich kann meine Stimme noch hören, es geht. Na wunderbar. So, dann haben wir Herrn Kubisch am Telefon. Hallo Herr Kubisch. Guten Tag, und ich heiße Herr Krupsch. Herr Krupsch, okay, alles klar. Hallo, Herr Krupsch, servus. Servus. Was ist Ihre Frage? Legen Sie los. Ja, ich möchte gerne wissen, wie du dich vorbereitest auf die Sendung und wie du dich entspannst. Okay. Hinterher, also vorher vorbereiten und hinterher entspannen, wie geht das? Also je nach Format, also heute für Schlag oder nix, da haben wir uns nicht vorbereitet. Im Normalfall bereite ich mich für eine große Show sehr intensiv vor. Wir proben sehr lange. Ich bin da mindestens mal eine Woche, wenn nicht zwei, damit beschäftigt, um die Abläufe in den Kopf zu kriegen, die Musiktexte zu lernen, alles vorzubereiten bis ins letzte Detail. Und damit man dann eben, wenn man abends auf die Bühne geht, auch relativ entspannt, in Anführungsstrichen, durch so eine Sendung führen kann. Mhm. Und Entspannung, ja, kann ich ganz gut. Also nach einer Sendung ist man natürlich noch ein bisschen unter Adrenalin, wenn man es geschafft hat. Aber spätestens einen Tag danach kann ich dann auch wunderbar mal auf dem Sofa liegen, Fernseh gucken und nichts tun. Also ich kann dann ein schönes Buch lesen oder ein bisschen Fernseh gucken oder einfach mal
Schlafen. Einfach schlafen ist mitunter gar nicht so verkehrt. Okay, wir kommen in die nächste Fragerunde. Und zwar Susanne Kleen, ARD-Promi-Expertin, möchte gerne von dir Folgendes wissen. Hallo lieber Florian, hier ist die Susanne Kleen. Und meine Frage für dich ist, würdest du jemals wieder mit einer neuen Liebe an die Öffentlichkeit gehen? Ich bin gespannt. Tschüss. Das glaube ich, dass die Susanne gespannt ist. Liebe Grüße. Ich glaube, am Ende oder besser gesagt, ich befürchte, dass das nicht meine Entscheidung sein wird, wenn ich täglich sehe, wie viel in diesen diversen bunten Blättern und Magazinen über mein Privatleben wild spekuliert wird, wie viele Geschichten da völlig frei immer wieder erzählt werden, dann kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass in naher oder ferner Zukunft die Medien plötzlich komplett mein Privatleben respektieren würden. Ich würde es mir manchmal wünschen, aber ja, so ist es. Also ich glaube, das liegt am Ende nicht in meiner Hand. Wie schwer waren diese 10 Jahre mit Helene, genau das irgendwie nicht hinter jeder Hecke in Fotografen zu suchen? Die Jahre waren gar nicht schwer. Das ist schon klar, aber ich meine, auf das bezogen. Ja, man lernt natürlich damit zu leben, aber natürlich ist das eine Belastung, wenn Paparazzi und irgendwelche Journalisten selbst in der Mülltonne wühlen, um irgendetwas rauszufinden. Ja, oder krass. Wenn du beim Joggen bist und plötzlich läuft oder springt jemand aus einer Hecke, dann ist das nicht immer angenehm. Ja, das ist so, dass man, wenn man für diese bunten Blätter insbesondere irgendwie funktioniert und man offensichtlich dazu beiträgt, dass sich diese Zeitschriften und Zeitungen verkaufen, dann gehört es ein Stück weit dazu, aber es ist nicht angenehm. Es nicht, macht keinen großen Spaß. Nee, so das richtig. Definitiv nicht. Also, das gibt Schöneres. Andere, das glaube ich dir sofort. Apropos Schöneres, wir haben eine weitere sehr schöne Frage von einem nicht nur Kumpel, ich glaube in dem Fall kann man sagen guten Freund. Habe die Ehre, lieber Florian. Servus, liebe Grüße nach Leipzig. Hier ist dein alter Freund, der Stefan. Grüß dich. In deiner letzten Show hast du uns gefragt, wie viele Tage sind wir denn verheiratet? Habe ich schon ein bisschen überlegen müssen. Also es waren über 250 Tage, mittlerweile schon wieder ein bisschen mehr. Und ich stelle dir auch eine Frage. Weißt du eigentlich, seit wann wir uns kennen? Sprich, schwerer gemacht, Schätzfrage, seit wie vielen Tagen kennen wir uns, lieber Florian? Ja, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Seit wie vielen Tagen kennen wir uns? Was schätzt du? So. Stefan, schon viel zu lange. Schätzen Sie mal. Also ich kenne den Stefan, es werden jetzt bald 30 Jahre werden. Noch nicht ganz. Ich denke, als ich so 10 war, haben wir uns kennengelernt, so viel erlebt. Und da waren viele, viele schöne und sehr lustige Tage mit dabei. Wir sind tatsächlich Freunde. Also was wir alles erlebt haben, wir sind miteinander aufgewachsen quasi. Im Prinzip ja. Das wird uns keiner mehr nehmen. Und wenn man jetzt rechnen würde, 10 mal 365 wären 3.650 und jetzt mal 3 oder roundabout. Also ich sag mal so roundabout 10.000 Tage müssten es sein. Und davon haben wir einige miteinander erlebt. So, wir sind gespannt. Auflösung kommt natürlich von Stefan Moss. Die Antwort lautet, wir kennen uns fast exakt 10.223 Tage. Wir haben uns nämlich kennengelernt bei Achims Hitparade im MDR. Ja, im Frühjahr 1993. Alter Fuchs, jetzt geht's dahin. Also, alles Gute. Liebe Grüße an euch, liebe Grüße an dich, Florian. Dein Stefan, dein alter Freund aus Bayern. Servus. Danke, Stefan. So, ja, aber mit so einer Schätzfrage hätte ich jetzt bei Schlager oder nix heute Abend gute Chance gehabt zu singen. Ja, wäre ich nicht schlecht dabei gewesen. 10.200 war ich nicht schlecht. Und du ahnst natürlich, das Archiv des Mitteldeutschen Rundfunks ist unerbittlich. Ja. Es gibt diesen Auftritt natürlich. Nein, auch schön. Ja, natürlich. Und wir gucken dann auch mal rein. Das passierte vor 10.230 Tagen im MDR. Mit Blumenmädchen hinten dran. Blumen, ach, so schön. Volles dran. So, wir machen. Das sah noch gut aus, wir beide. Ja, kaum verändert, ehrlich gesagt. Ja, kaum. Frau Feuerstarke. Oh, stimmt das so? Nein, Frau Feuerstarke. Ah, Frau Feuerstarke, machen wir es so. Frau Feuerstarke, Ihre Frage bitte. Ich hätte eine Frage an den Florian. Und zwar, wann er mit der Club 3 Band wieder auftreten tut. Okay. Club 3.
Liegt vielen am Herzen. Haben wir oft bekommen, die Frage auch im Vorfeld gestellt bekommen. Wir auch, uns allen. Aber derzeit ist es natürlich auch schwierig. Club 3 ist ja so ein Projekt, das sehr viel Freude bereitet. Wir tanzen immer gerne mit vielen Menschen Polonaise und feiern und tanzen Sirtaki. Und da ist derzeit einfach momentan der falsche Zeitpunkt. Ja, ne? Aber wir schauen mal und hoffen, dass wir irgendwann wieder gemeinsam was machen. Habt ihr so ein bisschen Kontakt nach wie vor? Ja, natürlich. Also, das ist natürlich. Schon so. Ne? Ihr seid Freunde, da muss man wirklich sagen. Absolut. Das ist ja, ich kann mir das so immer so ganz gut vor, oder in diesem Business, dass man da wirklich, du sagst ja wirklich zu vielen von deinen Kollegen auch Freunden. Ne? Also hast du dann schon ein paar Bekanntschaften gefunden, die ein bisschen länger halten. Ja, man unterscheidet natürlich zwischen guten Kolleginnen und Kollegen und dann wirklichen Freunden, mit denen man sehr viel Zeit auch im Leben verbracht hat. Und Jan und Christoph sind eben zwei davon. Wir kennen uns auch seit Kindertagen, genauso wie Stefan. Mhm. Und so kommen immer wieder auch neue Freundschaften dann hinzu. Ben Zucker, mit dem ich mich wunderbar verstehe. Wir sind Buddies. Und ja, das ist schön, wenn es dann in so einer Branche auch wirkliche Freundschaften gibt. Mhm. Frau Führ möchte noch wissen, woher schöpft er seine Kraft vor den Auftritten und Tourneen? Gibt es da so ein spezielles Programm? Machst du davor erstmal Urlaub eine Weile? Oder wie läuft sowas, wenn die großen Tourneen anstehen? Nicht Urlaub. Ich bin leider kein Mensch, der kontinuierlich etwas durchziehen kann. Also ich bin manchmal extrem fleißig und dann wieder extrem faul. Ich kann nie konsequent sagen, jetzt gehe ich jeden zweiten Tag joggen. Funktioniert bei mir nicht. Bei mir ist manchmal, dass ich 10 Tage hintereinander Vollgas gebe, dann habe ich wieder die Phase, wo ich nichts mache. Und wenn ich mich vorbereite, gerade auf eine Tournee, dann mache ich natürlich viel Sport und gehe viel in der Natur spazieren, frische Luft, Ausdauertraining. Braucht man das, ne? Du brauchst diese Power auf der Bühne. Ne? Das ist so getaktet, reisen, weiter, nächstes, immer wieder 3 Stunden, das ist schon Hochleistungssport, ehrlicherweise. Körperliche Fitness, die gehört dann dazu, da muss man sich vorbereiten. Und umso näher man dann eben einem Event kommt, umso mehr Druck verspüre ich dann plötzlich und dann funktioniert es bei mir auch. Okay, also ich kann immer unter Druck kann ich plötzlich arbeiten und auch mich vorbereiten. Ja. Und sobald dann so eine Show oder eine Tournee vorbei ist, dann sitze ich wieder gemütlich daheim und sage, nächste Woche fange ich an. Pass auf, jetzt haben wir noch einen Mann, den haben wir auch angefragt und gesagt, das wäre schön, wenn du auch eine Frage hättest an Florian Silbereisen. Hat er gesagt, ja, habe ich, und hat aber dazu gesagt, ich würde sie gerne live stellen. Okay. Und da haben wir gesagt, das ist überhaupt kein Problem, schalten wir dich gerne live dazu. Einen schönen guten Tag an Thomas Anders. Hi! Hallo! Servus, Thomas! Hallo, Florian! Na? Schön, dich zu sehen. Ich gucke jetzt dahin, da sehe ich dich auch. Es geht überall. Ja. Schönen guten Tag, hallo! Das finden wir ganz großartig. Zum einen, dass Sie gesagt haben, jawohl, mache ich mit. Zum anderen, dass Sie gesagt haben, dann nehme ich mir die Zeit und bin da gerne live dabei. Dann schießen Sie mal los, Ihre Frage. Wo steckst du eigentlich, Thomas? Hinter dir hängt eine goldene Platte. Seitdem wir zusammen singen, gibt es nur CDs. ja, das ist von früher noch von Modern Talking. Das waren irgendwie, was ist das überhaupt? Das sind insgesamt 1 Million für unsere Alben irgendwie aus den 80ern. Ich habe ja so ein paar davon. Ach, schön. Du bist also in der Heimat. Sehr schön. Freue mich. Ich bin bei mir zu Hause. Ja, ich sitze bei mir in der Bibliothek und in meinem Arbeitsplatz. Und aus dieser Stelle möchte ich dir eine Frage stellen. Ja, gerne. Das ist eigentlich nicht so direkt eine Frage. Ich muss etwas sagen, das ich wahnsinnig an dir bewundere, wie du deine ganzen Texte behältst. Das ist wirklich etwas, das unglaublich ist. Und wir kennen uns nun so ein bisschen. Und wenn wir schon viele Shows miteinander gemacht haben, dann war es dann tatsächlich so, Moderation und dann den nächsten Song gesungen und dann wieder in die Moderation rein. Also ich könnte es nicht. Das ist vielleicht... Hast du da einen besonderen Trick oder ist es einfach auch mit deinem Talent? Und das bewundere ich wirklich sehr. Ich danke dir erstmal. Ja, alles eine Frage der Berufswahl. Nein, ich habe tatsächlich ich beschäftige mich natürlich sehr intensiv mit der Vorbereitung und will da natürlich auch bestmöglich vorbereitet sein. Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob man einen Musiktext lernt oder einen Moderationstext. Okay. Musiktext brauche ich auch länger, da muss ich einfach singen. Ich kann einen Musiktext nicht so jetzt irgendwie lesen und dann den muss ich immer wieder singen. Wenn wir gerade immer wieder mal einen neuen Song kurz raushauen, dann muss ich den mir davor 3-mal durchlesen und vor allen Dingen 3-mal singen, damit das dann auch klappt. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch so ein bisschen fotografisches Gedächtnis. Ist so, ja? Ja, ich schaue mir das dann an und dann sehe ich meine Absätze und dann präge ich mir ein, da gehe ich nach links und da gehe ich nach rechts und dann sage ich den an und dann läuft das bei mir so ein bisschen im Kopf ab. Cool. Und ich sitze manchmal tatsächlich stundenlang am Schreibtisch und bekomme nicht eine Seite Text rein. Und irgendwann macht es bei mir
Klick und dann blätter ich durch, als wenn ich etwas abfotografiere. Krass. Bis ich zu dem Zeitpunkt komme, dauert es manchmal aber auch 2-3 Tage. Okay. Wenn wir Sie gerade hier uns live zugeschaltet haben, ich habe ja auch die CD da liegen, die Sie beide ja durchaus verbindet. Mit Zoom gab es ja sozusagen jetzt nochmal eine Single-Auskopplung. Diese Scheibe ist auch jetzt gerade wieder rausgekommen. Doppel-CD, der Hit Super XXL-Edition. Geht das weiter, dieses Projekt mit Ihnen beiden, Herr Anders? Wollen Sie weitermachen? Oder reicht es Ihnen? Naja, momentan werden wir noch promoten. Also mit Sicherheit werden wir uns gegenseitig treu bleiben. Ne? Und wir müssen einfach mal gucken, was jetzt in den nächsten Monaten kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit Florian weiter zusammenzuarbeiten. Vielleicht ich auch mal als Solo und dann kommen wir wieder zusammen. Wir freuen uns einfach momentan, dass der Erfolg uns so überwältigt hat und wirklich nicht für uns kalkuliert war. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen. Und an dieser Stelle nochmal danke an alle Fans und an alle, die halt eben uns mögen. Und danke an dich, Florian, dass du wirklich das mitgemacht hast. Wir hatten eine ganz tolle Reise bis dahin. Ja. Danke dir. Und wenn man überlegt, also eigentlich wollten wir einen Song gemeinsam aufnehmen. Ja. Dann kam eine zweite Single, dann kam ein Album, jetzt kommt noch ein Best-of-Album. Also wir haben schon viel mehr gemacht, als wir geplant haben. Insofern schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Herr Anders, wo ich Sie gerade dran habe, sind Sie eigentlich Tierliebhaber? Oh ja. Ja? Ja, ich glaube, mein ganzes Leben hatte ich immer Hunde. Ich kann mich gar nicht an irgendeinen Zeitraum erinnern, wo ich keinen Hund hatte. Mögen Sie Schildkröten? Bitte? Mögen Sie Schildkröten? Aus Schokolade schon, ja. Okay, alles klar. Was machen Sie denn nächste Woche Dienstag eigentlich? Was ist Dienstag? Soll ich mal gerade im Kalender gucken? Muss ich mal aufstehen. Also, wir klären kurz auf. Es gibt ja das große Mysterium beim Masked Singer. Wer ist unter welcher? Ach so. Und es gibt sozusagen die große Frage, ist Thomas Anders dabei? Ist er die Schildkröte? Ich werde Sie jetzt nicht in die Verlockung führen, dass Sie irgendwas sagen müssen an der Stelle. Sollten Sie dabei sein, finde ich es großartig. Fände ich mega. Viele Grüße an Matthias Oppenhövel nächste Woche. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wirklich großartig, dass Sie bei uns zu Gast waren. Dankeschön. Gerne. Schönes Wochenende. Danke, Thomas. Ich drück die Daumen für deine Sendung heute Abend. Ja, werden wir Spaß haben. Vielen Dank dir, Thomas. Bis die Tage. Ciao. Vielen Dank. Fand ich super übrigens, dass er gesagt hat, mache ich mit, aber ich möchte live dabei sein, finde ich mega. Sehr, also das schön. Zeigt auch so ein bisschen die Verbundenheit. Ja, ein großartiger Künstler und wirklich auch ein toller Mensch, den ich jetzt in den letzten Monaten noch viel, viel intensiver kennenlernen durfte. Mhm. So, wir sind fast am Ende unseres Gespräches angekommen. Das ist ehrlicherweise so. Wir haben noch ein paar Fragen, die ich gerne noch weiterreichen will. Ja. Wie verbringt er seine Zeit jetzt zu Corona? Ja, ganz unterschiedlich. Manchmal zu Hause und in Quarantäne und ab und zu eben auch dann wie heute hier. Ja. Darf ich mal ein bisschen zum Arbeiten fahren, aber es ist natürlich ein bisschen weniger. Und die nächste Zeit werde ich noch ein bisschen in Bremerhaven auf dem Traumschiff drehen. Ist das so? Dreht ihr gerade schon wieder die nächste? Okay. Genau, wir können im Hafen in Quarantäne auf dem Schiff ein bisschen drehen. Und da kommt ja jetzt dann auch am 4. April, sehen wir dann die nächste Osterfolge. Wir sehen die jetzt schon. Ach so? Einen kleinen Teil zumindest. Ah, okay. Einen kleinen Teil sehen wir schon mal und gucken schon mal gut rein. Der Ostersonntag ist sozusagen vorprogrammiert und es geht unter Wasser unter anderem. Wo wird die Folge spielen? Auf den Malediven. Okay, Malediven. Ja, ja. Also das ist wirklich einer der Traumziele. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es irgendwie noch schöner. Oh, ne, nicht schlecht. Ja. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Also wir hören mal ganz kurz rein und geben einen kleinen Ausschnitt, geben wir schon mal preis. Schatzkiste wird gesucht, na klar. Mhm. Und ich habe sie gefunden. Natürlich. So, jetzt gucken wir mal. Wo waren Sie denn noch hin? Ich habe noch was geholt. Kann doch nicht wahr sein. Gut, siehst du, ich sag's. Sehe ich auch zum ersten Mal. Muscheln im Sand. Außer Spesen nichts gewesen. Moment, hierher. Kleinvieh macht auch Mist. Den Spruch haben die vermutlich gleich da eingraviert. Französisch ist leider genauso eingerostet wie die Kiste. Ich mache auf jeden Fall mal ein Bild. Dr. Delgado hat versucht, uns zu erreichen. Frau Delgado, Sie haben angerufen. Timo ist verschwunden. Oder abgehauen. Zusammen mit Lars Meyer. Ich gehe davon aus. Ich habe ihm verboten, ihn zu sehen.
Was ist, wenn er ihm was antut? Nein, das traue ich ihm nicht zu. Wo könnten die beiden denn hin sein? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe in Erfahrung bringen können, dass Lars Meyer sich ein Boot gemietet hat. Timo wollte doch auf Schatzsuche gehen. Wir machen uns auf die Suche. Wir fahren die Nachbarinseln ab. Sie melden sich, wenn Sie was Neues hören, ja? Ach, ich danke. Ah, Kapitän Prager. Ne? Ja. Schön. Ne? War das gedreht? Im November. November vergangenes Jahr. Ja. Da war das gerade noch so. Ging gerade alle natürlich mit in Quarantäne und so weiter. Und Colleen Ullmann, Fernandes spielt die Chefsärztin, total schön. Kommt die öfter mal wieder jetzt? Oder wir drehen gemeinsam. Immer wieder? Ja, cool. Wird ganz schön. Und es ist ja auch da wieder, Jubiläen verfolgen dich. Weil es ist die 90. Folge von Traumschiff. Ich glaube, es ist 40 Jahre. Ja. Also am 22.11.81 ging es los. Krass. Ja. 90. auch da. Und ich werde 40. Und das 40 Jahre Traumschiff, das ist 90. Folge, 40 Jahre Traumschiff, du bist 40. Dann geht es weiter mit den 20 Jahren als Fernsehmoderator. Und heute Abend, wir sagen es gerne nochmal, 20.15 Uhr, Schlager oder nix. Wirklich eine wir durften schon mal reingucken, eine sehr, sehr unterhaltsame Schlagersendung. Und danach müssen Sie auf ihn nicht verzichten. Kim Fischer, Jörg Kachelmann freuen sich dann auf ihn im Riverboot. Und das Ganze geht bis 0.30 Uhr. Wow. Also mehr Florian Silbereisen geht nicht. Das schafft noch nicht mal die ARD, dich so lange auf Sender zu halten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Florian, vielen Dank. Ich danke dir euch. Erstmal heute eine gute Sendung. Danke. Dass alle das Zuschauer gut einschalten. Schön, viel Spaß bei den lieben Kollegen. Ja, definitiv. Und freu dann mich. Ein entspanntes Wochenende. Vielen Dank. Gerne. So, zum entspannten Wochenende brauchen wir gutes Wetter, Jörg. Wie sieht's denn aus? Zum Entspannen ist das Wetter super. Oh, voll geil. Super, dann leg mal los. Ja, wir können mal drauf schauen. Das geht nämlich insgesamt auch windig und wechselhaft weiter. Und der Satellitenfilm von heute zeigt schon mal auch ganz schön, wie praktisch mit der westlichen Strömung es weiterhin auch bei uns in Mitteldeutschland windig war. Im Tiefland aber nicht so kräftig wie gestern. Einzelne stürmische Böen. Jetzt sehen wir hier ein neues Regengebiet, was uns in der Nacht beschäftigen wird. Und hier entsteht gerade das kleine Tief Luis, was uns dann morgen beschäftigen wird und dann auch wieder dafür sorgen wird, dass der Wind zulegen wird. Jetzt regenmäßig ist es noch überschaubar. Letzte Schauer sind erst einmal wie erwartet nach Osten rausgezogen. Dann waren es ganz versprenkelt mal einzelne Schauer. Aber man kann schön sehen von Westen her, da setzt jetzt der neue Regen an. Und der wird dann in der Nacht so schauerartig nach Osten durchziehen. Dann wird es auch mal auflockern, trocken sein. Und in der zweiten Nachthälfte zum Morgen kommt dann die Warmfront von Tief Luis reingezogen. Mit dichteren Wolken und zumindest in den höheren Lagen, also Gipfellagen, Harz und Thüringer Wald, können auch ein paar Flocken mit dabei sein. Tiefstwerte 5 bis 3, mittleres Bergland 0. Da also mal durchaus vorsichtig sein. Das könnte vereinzelt durchaus glatt werden. Und morgen dann am Vormittag erst einmal dichte Wolken. Weiterer Regen, der zieht aber nach Osten raus. Dann gibt es auch mal Auflockung. Aber direkt danach kommen schon wieder Schauer zu uns reingezogen. Die können morgen durchaus auch mal kräftiger sein. Einzelne Graupelgewitter sind auch durchaus möglich. Und der Wind in tiefen Lagen wieder sehr kräftig. Da sind mitunter Sturmböen, einzelne schwere Sturmböen möglich. In Gipfellagen der Berge, also Harz, Thüringer Wald, Vogtland, Erzgebirge, orkanartige Böen, einzelne Orkanböen auch möglich. Höchstwerte morgen 8 bis 10 Grad, mittleres Bergland um 2 Grad. Und der Blick dann auf den Sonntag. Eigentlich ganz ähnlich. Unterschied aber, die Schneefallgrenze, die wird noch ein bisschen weiter runtergehen in den Bergen. Bedeutet so 400 bis 600 Meter haben wir es dann mit der Schneefallgrenze zu tun. Und das wird auch dafür sorgen, dass es auch zu Beginn der neuen Woche weitere Schneefälle gibt, sodass es in den Bergen zumindest noch mal ein bisschen winterlich wird. Ansonsten am Sonntag auch insgesamt wechselhaftes Wetter. Es bleibt windig, aber wieder nicht ganz so kräftig wie der morgige Sonnabend. Höchstwerte leicht im Rückgang, 6 bis 8 Grad, mittleres Bergland 0 Grad. Und so geht es dann auch in die neue Woche. Sprich, das wird insgesamt erst einmal eine wechselhafte Angelegenheit. Schrittweise wird es noch ein bisschen kälter werden. Und nachts, wenn es nochmal aufklärt, da kann es dann auch wieder leichten Frost geben. Und was es hier jetzt gibt, das erfahren Sie jetzt.